Hallihallo Freunde und ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Piep, 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 It's a Bomb! The Legend of Zelda, nein, nicht The Legend of Zelda. Pokémon Platin natürlich. Meine Güte. Ich sag, aber jedes Mal, wenn ich die Folge anmoderiere, will ich sagen The Legend of Zelda, Breath of the Wild, weil es einfach, es hat sich jetzt nach irgendwie 130 Folgen so in meinen Kopf reingefressen. Diese Anmod. Ah. Pokémon Platin natürlich. In der letzten Folge haben wir den ersten Arena-Orden geholt und sind jetzt ein bisschen tiefer ins Erzlingentor eingedrungen. Das hört sich sehr falsch an, soweit man bei Gestein falsch denken kann. Nun ja. Was ich sagen wollte, wir sind jetzt hier drin und gucken, was es hier für Zeug gibt. Und du bist bestimmt ein Trainer. Siehst du diese kleinen Erhebungen auf dem Boden? Über die musst du mal schnell mit dem Rad fahren. Ein irres Gefühl. Ja, wahrscheinlich hüpfen wir damit dann da drüber, oder? Eine Riesenperle, geil. Das gibt Geld. Das gibt Geld. Huiuiui, damn Monies. So, wie es aussieht, brauchen wir für den Rest dann entweder unser Fahrrad oder Surfer. Das heißt, hier gibt es nichts weiteres mehr für uns. Also können wir auch ganz schnell wieder raus. Ich meine, ich könnte. Nee, ich habe kein Fluchtseil gekauft, gell? Es war vielleicht nicht so klug, weil es gibt hier doch recht viele Höhlen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das ist der falsche Stein. Aber vielleicht ist da ja ein seltenes Pokémon drunter. Soll ja vorkommen, dass unter Steinen seltene Pokémon sitzen. Und dann schnell raus. Hüp. Und hier können wir ja einfach den Weg nehmen. Hier dürften uns keine wilden Pokémon mehr anfallen. Nein, super. Und zurück nach Jubelstadt. Du nennst ja gar kein Adressbuch dein eigen. Wie bizarr. Dabei gibt es im Keller des Pokémon-Centers noch eins umsonst. Es gibt in diesem Jubelstadt hier offenbar keine dunklen Gestalten. Meine Nachforschungen werden mich nun an andere Orte bringen. Aber, liebes befreundetes Wesen, halte die Augen offen. Komische Subjekte könnten jederzeit auftauchen. Man könnte gewappnet sein. Danke, komischer Lebel. Was auch immer dieses Adressbuch mir bringen soll, aber. Gut, dann hole ich mir mal eins. Wenn uns sogar die Kriminalpolizei darauf hinweist. Es tut mir übrigens total leid, dass jetzt die letzten. Hallo, hier entlang bitte. Dass die letzten Folge alle nachts spielen, aber ja, ich komme halt tagsüber nicht zum Aufnehmen. Hallo und willkommen, schön dich zu sehen. Mein Name ist Theala. Ich geleite dich durch den Wi-Fi Club. Zuerst darf ich dir das hier geben. Ein Adressbuch, sehr cool. Jetzt haben wir auch eins. Das ist dein Adressbuch, damit kannst du deine Freunde registrieren. Erst dann kannst du mit ihnen über die Nintendo Wi-Fi Connection Kontakt aufnehmen. Damit könnt ihr tauschen, kämpfen und vieles mehr. Möchtest du mehr darüber wissen? Nein. Gut, damit haben wir jetzt unser Adressbuch. Ja! Free stuff! Yays! Ich habe Jubelstadt aber irgendwie größer in Erinnerung. Warum steht dieser doofe Clown noch da? Muss ich erst hier irgendwas machen? Kriege ich hier nicht doch irgendwie ein Modul oder so? Willkommen in der Pocket-Gesellschaft. Wir sind ein Familienunternehmen und nicht sonderlich groß. Hallo, hi, ich bin der Präsident der Pocket-Gesellschaft. Hallo, hi, deine Geduld wird nun belohnt. Ich habe ein neues Zubehör für den Pocket fertig. Der Notizblock. Auf dem Notizblock kannst du Notizen eintragen. Das ist ein Notizblock. Er ist nun das, was er ist. Das ist falsch. So, das will ich haben. Richtig. Hey, siehst du gern fern? Detektiv Pocketch ist eine tolle Show. Je öfter ich die Show sehe, desto mehr will ich in meinen Pocketch einsetzen.
Hallo, ich arbeite für Jubelstadt TV. Wie wär's mit einem schnellen Interview? Interviews gebe ich natürlich immer gerne. Vielen Dank. Lass uns am besten keine Zeit verlieren. Darf ich fragen, welches Pocket-Zubehör du am häufigsten nutzt? Pokémon-Liste. Ich verstehe. Was hältst du vom Zubehör Pokémon-Liste? Gruppe-Modus. Hallo? Gefühle. Geschickt. Ja. Danke, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Dieses Interview wird bald in der Sendung ausgestrahlt. Mami, ich bin im Fernsehen! Mami, guck doch mal! Wir versuchen bei der Entwicklung von Zubehör wie ein Trainer zu denken. Wie wäre es, wenn ihr einfach Trainer das Zubehör entwickeln lasst? Oh, Pokémon Chronometer! Das ist der volle Name des Pokédex. Das ist ein bisschen zu lang. Was bedeutet nochmal das Wort Pokémon? Egal, ich bin der Vater des Präsidenten der Pokédex-Gesellschaft. Was ist nochmal ein Pokédex? Und was ist ein Vater? Und wo ist die Toilette? Hilfe! Überall auf der Welt denken sich die Leute neues Zubehör für den Pocket aus. Du wirst erstaunt sein, von wem du Zubehör bekommst. Auf dem PCs hier findest du verschiedenste Informationen zu den Teilen. Nein, danke. So, ich glaube, das war auch alles hier. Das heißt, wir verziehen uns ganz schnell und verlassen Jubelstadt Richtung Norden. Wann gehen die doofen Clowns endlich weg? Ich will endlich hier in das Haus rein, in das Gebäude. Da ist die Lotterie drin, da können wir dann jeden Tag Sachen gewinnen. Was muss ich da hören, Professor Albi? Ihm bleibt keine Wahl. Jetzt rücken sie schon mit ihren Forschungsergebnissen raus. Für lau, versteht sich. Für ihr Fehlverhalten müsste es leider dieses Pokémon hier gerade stehen. Und das will doch keiner, oder? Oh, Daru! Wie schön, dich zu sehen. Wie geht's dem Pokédex? Oh, was sehe ich denn da? Das ist der Orden von der Arena von Erzlingen. Ja, erstmal Smalltalk halten, ne? Ich werde gerade entführt, aber erstmal. Aber hatte ich dir nicht gerade erst dein erstes Pokémon gegeben? Das Leben als Trainer scheint wie für dich gemacht. Professor aller Pokémon, machen Sie es uns doch nicht so schwer. Es geht ja ums Geschäft. Verstehen Sie das? Unsere Arbeit, sonst nichts. Was ich damit sagen will, gehen Sie auf unsere Forderungen ein. Ruhe miteinander! Wieso muss ich mich nur mit euch abgeben? Zunächst solltet ihr euch mal eine Lektion für die Zukunft aneignen. Erstens, man lungert nicht einfach so auf öffentlichen Plätzen herum. Zweitens, unterbricht nicht andere mitten im Gespräch. Drittens, wenn etwas nicht nach Plan läuft, wird man nicht gleich frech. Viertens, nur weil ihr in einer Gruppe seid, seid ihr nicht die Stärkeren. Und fünftens, was habt ihr denn für absurde Anzüge an? Geschmacklos! Herrje, und sowas nennt sich Erwachsene. Kinder, wachst bloß nicht zu solchen peinlichen Exemplaren heran. Natürlich mussten sie unter die Gürtellinie gehen. Jetzt wird das eine geschäftliche Angelegenheit, eine persönliche. Wir fühlen uns gezwungen, unsere Kompetenz unter Beweis zu stellen. Sie werden es doch bereuen, sich mit Team Galaktik angelegt zu haben. Kinder, bitte bringt diesen Rohlingen etwas Anstand bei. Daru, lass uns zusammen kämpfen. Zerstört von Professor Eibe. Holy shit, hat er es denen gegeben. So, ein Flügelschlag sollte hier absolut die Arbeit machen. Level 11 sind die ja nur. Kratzfuri könnte etwas nervig sein, einfach weil die Animation so langsam ist in dieser Generation. Holy shit. Oh ja, der Flügelschlag macht ganz ordentlich Schaden und mit einem Pfund hinterher, ja, sollte jetzt noch einmal Flügelschlag und Charmian sollte aus dem Weg sein. Bleibt nur noch Skuntapu übrig. So, Charmian ist weg. Blubber könnte auch ganz... Oh ja! War zwar ein Volltreffer, aber... Macht trotzdem nicht schlechten Schaden, ne? Los, Blubber ist weg, Plinfer. Oh, schön viele Erfahrungspunkte. Wie ist dieser Wahnsinn möglich? Wir unterliegen zwei Kindern. Das wird so nichts. Zeit zum Rückzug. Die Mission ist fehlgeschlagen. Oh! Vogel entwickelt sich. Und wir bekommen den Staravia. Nice. Sehr cool. Uns bleibt nichts anderes übrig. Fürs Erste ziehen wir uns zurück. Dies tun wir nur, weil Team Galaktik allen wohlgesonnen ist.
So, eine Bande, Team Galactic haben sie sich genannt, richtig? Wenn Pokémon sich entwickeln, wird eine bestimmte Energie freigesetzt. Ich denke aber, diese mystische Kraft liegt weit außerhalb unserer Kontrolle. Team Galactic interessiert sich für das Potenzial, das jener Kraft innewohnt. Es möchte es gern als Energiequelle für irgendwas einsetzen. Daro, wusstest du, dass auch der Professor die Entwicklung von Pokémon studiert? Er sagt, dass 90% aller Pokémon auf die eine oder andere Weise mit Entwicklungen zu tun haben. Wahrscheinlich wollten die Leute außerhalb Professor Albes Forschungsergebnisse gewaltsam entwenden. Das hat grammatikalisch keinen Sinn gemacht, weil ich irgendwas falsch vorgelesen habe. Die Gefahr ist gebannt, entspannt euch. Dank euch konnte die Situation entschärft werden. Vielen Dank. Übrigens hat mich deine Kampfkunst sehr beeindruckt, Daro. Ich muss dir ein Lob aussprechen. Außerdem bringt es mich auf eine Idee, wieso sammelst du nicht alle Orden, die es in Sinnoh zu holen gibt. Dabei triffst du ohne Zweifel auf Unmengen von Pokémon, so füllen sich auch die Seiten des Pokédex immer weiter. Es wäre also für dein Abenteuer und für meine Forschung eine Hilfe. Natürlich ist dir das freigestellt. Das erste Pokémon in dem Pokédex hast du von mir erhalten. Das ist nun alles deine Entscheidung, was du mit beidem anstellst. Oh, das war klasse, wirklich sehr gut, exzellent. Oh, entschuldige, ich bin von Jubelstadt TV. Ich habe hier was für dich, eine Belohnung dafür, dass ich mir diesen Wahnsinnskampf ansehen durfte. Der Modekoffer, nice. In diesem Modekoffer findest du hinreißende Accessoires und geschmackvolle Kulissen. Starte dein Pokémon mit den Accessoires aus und zieh dir an, wie seine Ausstrahlung steigt. Der Fernsehsender stellt seine Räumlichkeiten zur Verfügung, sodass Besucher dort ihre Pokémon ausstatten können. Man kann außerdem tolle Preise gewinnen. Besuch unseren Sender einfach mal. Jetzt müssten wir da rein können. Ja, jetzt ist der doofe Clown da weg. Wunderbar, dann schauen wir uns doch erstmal hier ein bisschen um. Hier werden die offiziellen Rekorde aufgezeichnet. Solche Sachen wie Glückssträhnen oder wie viele Pokémon du gefangen hast. Du kannst dir die Rekorde von allem im zweiten Stock ansehen. Der Fernsehsender interviewt für seine Sendung alle möglichen Trainer. Schließlich wollen die Leute über gute Trainer auf dem Laufenden bleiben. Ich persönlich wüsste ja mehr gerne über die Arenaleiter. Oh, und über die beinharten Top 4 der Pokémon-Liga. Ich werde mal Werbespots im Fernsehen zeigen lassen. Damit locke ich noch mehr Kunden in mein Kaufhaus. Willkommen in der Pokémon-Lotterie. Siehst du, ja, genau. Hier kommt eine zufällige Nummer und wenn die mit Zahlen meiner Trainer-ID oder der Trainer-ID eines meiner Pokémon übereinstimmt, gibt's Preise. Tut mir leid, keine Nummer stimmt überein. Schade. Im ersten Stock befindet sich eine Garderobe. Der erste Preis hier ist, wenn ich das richtig im Kopf habe, tatsächlich ein Meisterball. Allerdings ist es ja so unrealistisch, den zu bekommen. So, auf jeden Fall müssen wir hier. Deine Pokémon sind aber erzallerliebst, ganz entzückend. Sie sind so bezaubernd. Ich werde ein Bild von ihnen neben mich hängen. Aufregend, nicht wahr? Kostümiere dein Pokémon in meinem Boudoir. Und lass es alle verzaubern. Und wenn du damit fertig bist, mache ich ein Foto von ihm. Mache wieder so. Oui. Oh, du dummes Ding, wo bleibt denn dein Sinn für Abenteuer? Ups, ich habe aus Versehen B gedrückt statt A. Kommt vor! Oh, das ist fein, lass uns keine Zeit verlieren. Soll ich dir erklären, wie du dein Pokémon kostümieren kannst? Ah, ich wollte es nicht erklärt kriegen. Ich weiß, wie ich mein Pokémon kostümiere, danke. Bla bla blub. Ich sagte bla bla blub. Ich will jetzt... Ach. Darf ich jetzt bitte... So, was wollen wir denn kostümieren? Ich würde ja ganz gern Terra kostümieren. Ich hoffe, du wirst es nicht kostümieren. Oh, Fromage? Auf der linken, ja. Ja, ich weiß, wie das geht. Auf jeden Fall schalten wir da im Laufe des Spiels ziemlich viel Zeug frei, was ich sehr cool finde. Kann ich hier vielleicht... So, jetzt seht ihr das auch groß, wunderbar. So, was habe ich denn hier? Oh, wunderbar. Oh. Oh, Fromage. So, aber ich hab leider noch nicht sonderlich viel. Was, aber da kriegen wir echt viel coole Sachen.
was man da... Ja, komm, speichern wir mal. Und... Entschuldigung. So, jetzt. Muss dir dein Titel gebühren. Lifestyle. Ich nenne das Bild Design. Design. Oh, da ist mir gerade ein Pop-Up-Fenster vorne aufgegangen. Design. Oui. Ich sehe schon, dein Sinn für Schönheit ist erkennbar. Ich werde dein Futter direkt ihr neben mich aufengen. Perfekt. Sehr schön. Sehr gut. Damit haben wir unserem Terra einen Bart verpasst. Ah, wir können noch ein Interview geben. Ich arbeite für Jubelstadt TV. Wie wär's mit einem schnellen Interview? Dürfte ich deine Meinung zum fertiggestellten Foto erfahren? Jawohl. Erröt. Danke, dass du die Zeit für uns genommen hast. Dieses Interview wird bald ausgestrahlt. Wunderbar. Dann würde ich aber sagen, soll es erstmal gewesen sein mit Pokémon Platin. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Däumchen nach oben. Da würde mich sehr freuen, um keine weiteren Folgen zu verpassen. Abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und ciao, ciao.